Ich hoffe, der ist sinnvoll. Ja, wenn nicht, dann ist er hoffentlich wenigstens schön zum Angucken. Ja. So. Kann ich besonders schnell dumm sammeln? Achso, ich habe ja hier noch die da. Kommt man ja die Büffel los. Aber die Marmorbäume wachsen doch. Ja, lang, aber richtig langsam. Ja gut. Was schweißen die ab, Marmor? Na, ich hoffe, dass man die dann her, wenn sie groß sind, zu Marmor, dass da wieder Marmor rauskommt. Wäre ja sinnvoll. So mein Hoffen. Oh, es kommt einmal Kacken noch, danke. So. Diese Wärmsteine würden wir uns auch noch bauen. Ja, Teile, alles, ohne alles. Für den Winter. Nur so viel im Winter. Deshalb, die Bäume verrotten schon hier unten. Mal Fell, ne? Die tragen dann wieder. Ne, die verrotten nicht, die verlassen nur ihr Zeug fallen, aber die tragen dann irgendwann wieder. Achso, okay. Sind dann irgendwo wieder tragend. Hast du nicht mehr Seide? Hatten wir nur einmal Seide? Ich hatte vorhin welche benutzt. Ich hab eine Angel gebastelt. Achso. Wollte eigentlich nochmal angeln gehen, aber ich kam noch nicht dazu. Ich dachte. Mal, jetzt musst du rausstehen. Was macht der? Achso, der hat jetzt quasi eine Dings. Eine. Du weißt schon, wie nennt sich das? Nee. Eine Anzeige. Was, eine Anzeige? Achso, okay, du kannst aus dem Dungeimer quasi 10x10 Pflanzen mit bedüngen. Ah, okay, verstehe. Der hat eine Prozentanzeige, also von 100, der hat 100% Dünger sozusagen drin. Und braucht aber nur dreimal Kacke, aber du brauchst dazu noch diesen komischen Holz, so eine Dingssplitter. Ah, verstehe. Und du kannst immerhin 10-mal damit düngen. Ah, okay. Was, okay. Also, erweitert sozusagen den Dungertrag. Genau, ich das sagen. Du brauchst halt jetzt Knochensplitter. Für den Eimer oder generell? Ja, um den Dungeimer zu machen. Na gut, aber du hast. Der ist auch danach weg. Der ist danach auch aus dem Inventar raus. Achso, der geht nur einmal. Ja. Also 10-mal kannst du benutzen, 10 Sachen düngen und dann ist er raus. Na gut, immerhin. Aber wie sagst du, Knochensplitter. So, morgen, ja. Jetzt aber. Nächsten Tag. Jetzt gehe ich den nächsten Tag gehe ich zum. Besorge ich, suche ich nochmal Teile. Okay, ich gehe angeln. Morgen, aber morgen gehe ich angeln. Morgen gehe ich angeln. Hast du noch Bären? Nee. Warte mal, hier sind noch welche dran. Nur das kannst du auch ein Dings nehmen. Möhren haben wir auch noch. Ja, habe ich auch noch. Kann ich nämlich noch mal ein paar Fleischbällchen machen. Haben die schon einmal abgeworfen gerade? Ja. Oder? Ja. Teile? Haben gerade schon einmal. Marmorrüstung. Footballhelm. Schlafpfeile. Elektrofeile, krass. Bienenmine. Zahnfalle, weiß alle, die drauf treten. Das ist eine Schuppenrüstung, das ist ja krass. Wetterstab. Ein paar Waffen, naja, ist natürlich nicht schlecht, ne? Blitzerblätter können wir vielleicht nochmal brauchen, aber. Wie viel Gold haben wir? Ups. 7-mal. Ups. Ich bin zu doof. Jetzt. Blitzerblätter. Na gut. So, was brauchen wir noch? Den Kühlschrank. Gold und Teile, ja. Wozu brauchten wir noch, wozu waren Vögel gut? Vögel, also die konntest du einsperren, ne? In so einem Ding. Ja. Und dann konntest du in so einen Käfig sperren und dann lassen die ab und zu Samen fallen.
Ah, also die nach einer gewissen Zeit ist nicht einfach Samen fallen. Also macht jetzt nicht so unbedingt viel Sinn, sagst du. Ja doch, wenn man eine stetige Produktion an Samen braucht. Ja gut, aber findest du ja auch so, oder? Theoretisch. Ja, theoretisch schon. Der Vogel schläft hier, kann ich den töten? Ja, kann ich. Ja, das ist schön, genietet. Läuft bei dir. Du Mörder, du verdammter Mörder. Tja, der schläft, wird angemalt. Mein Gott. Ja, stimmt, hast recht. Selbst schuld. Eben. Kenne ich ja nix. Oh, ich habe ja noch einen Hasen hier. Oh, verrückt. So, Kohle. Ja. Dann werde ich mich gleich mal auf noch ein bisschen. Oh, was willst du jetzt vergeben? Ich habe dir gerade die Samen gegeben. Nimm das wieder. Ja. Ja, danke. Genau, ich suche und gehe dann mal auf Teilejagd. Gehen wir auf Teilejagd. Können noch welche sein? Ich gehe mal oben nach oben, da wo die Steine sind. Dann kann ich ein paar Steine oder so mitnehmen. Wenn schon dabei sind, ein bisschen Gold vielleicht noch holen. Ich gehe mal gucken, ob ich irgendwas angeln kann. Genau. Die Hasen? Nee, nix dabei. Wie geht denn das überhaupt mit dem Angeln? Müssen wir sich einfach nur in den Fluss stellen? Und ja, einfach nur angeln, ganz normal. Also es ist wie einfach draufklicken mit der Angel und dann angeln. Okay. Jetzt muss ich erstmal wieder einen blöden Teich finden. Ich weiß, ich hatte hier irgendwo einen, aber sieht man das auf der Karte? Den kann man nicht sehen. Ganz unten im Süden sind welche, viele gewesen. Ja, hier genau. Hallo. Fisch. Ach, die Spinne geht angeln. Wenn das nicht traumhaftes Bild ist. Sieht der Fisch alleine raus? Ja, ne? Weiß ich nicht genau. Okay, ja, kriegt hier mal so zitternde Anfälle und ich weiß nicht, ob der musste, glaube ich, ziehen. Okay. Ne, dann hört er nur auf. Okay. Oh, da ist das Glotzefisch wieder. Das Glotzauge. Okay, mit dem Rückeneinschlag. Alles klar. Ah ja, alles klar. So geht das. Fisch gefangen. Und doch mit Rechtsklick oder? Nee, wo ist denn. Oh, da ist ein Frosch, wo kommt der denn her? Ja, der kommt aus dem Teich. Ja, den habe ich nicht gesehen. Der holt sich meinen ganzen Vorrat. Der saß plötzlich da. Hier sind irgendwo Gräber. Geht weg, lass mich in Ruhe. Hier sind Gräber. Meine guten Meatballs hat er sich gezogen. Das ist Luder. Ein Zwerg. Bräunig. Teile! Zahnräder, oder? Ja, das brauchen wir. Genau. Zahnräder, genau. Hast du? Ja. Amulett des Lebens habe ich auch gefunden, sehr gut. Wilder blauer Diamant, egal. Die Frösche sind ja überall. Ah, nicht nur schon wieder blöder Geist, ey. Tut mir leid, ich brauch die Teile. Komm, ja, genau, Albtraumkraftstoff brauche ich auch. Ein Rückenkratzer. Arschkratzer! 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 Ein Amulett des Lebens. Noch ein Gnom. Oh, ich bin völlig irre. Gleich vorbei. Was ist hier los? Ich will weg. Schnell abhauen hier. Ich habe eine Froschinvasion ausgelöst. Als ich da geangeln war, war nicht ein Frosch da. 2 Minuten später 80 Frösche. Ich habe gedacht, leckere Spinne. lecker Spinne. Sind dezent mal Meteoriten eingeschlagen. So. Guck mal, da habe ich einen ganzen Fisch gefangen. Hat sich ja voll gelohnt. Ich habe zweimal dieses Amulett des Lebens eingesammelt. Ich glaube, damit können wir uns auch wieder beleben. Das klingt nicht so schlecht. Ich bin sowieso fasziniert, dass wir schon 14 Tage leben und noch keiner von uns gestorben ist. Das vor allem ich. Ja, ne? Ich bin ja auch dafür prädestiniert. Wenn euch das auch gefällt, like das Video. Ja, ganz dringend. Ich habe es noch nicht gesagt, glaube ich, ne? Like das Video. Nee, das müsstest du, ich glaube, du musst das echt öfter sagen. Ja, weiß. Also lasst ruhig ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Ja. Ganz besonders, wenn es euch gefällt. Komm her. Oh, meine Kopfkraft, oh mein Gott. Ich sehe schon dreifach.
Na. Kann ich auch den Fisch da reinschmeißen? Ja, macht das Sinn? Du kannst den aber auch braten, glaube ich. Ich weiß nicht, was da besser oder effektiver ist. Gold habe ich, das braucht nur noch Steine. Eigentlich hatte ich die alle, ne? Ja. Kühlbox! Tada! Oh, sehr gut. Haust du das ganze Essen da rein? Ich hau mal das Essen da rein. Was haben wir denn noch? Nee, da war gar nichts drin. Das Amulett des Lebens, die beiden Dinger packe ich mal da in die Dings, ne? Warte, ich pack erstmal hier. So, stopfen wir noch mal rein. In dem Kühlschrank bleibt das alles frisch, ne? War das irgendwie so? Länger zumindest. Okay. Also nicht ewig, aber länger. So, dann kochen wir mal den Fisch. So, hier noch Mondstein habe ich hier nochmal. Noch so schönes dabei. Oh. Ja, es läuft doch bisher ganz gut. Ja, so langsam. Aber bescheißen, das lief schon mal gut. Ja, ja, ich weiß. Du weißt ja, der Winter wird hart. Das ist ja auch noch nicht Winter. Ja, wir brauchen Wärmsteine. Immer noch. Das auch. Glaube ich. Aber ja, ich glaube, das war sinnvoll, ne? Was ist das denn? Pelzrolle. Creme schlafen bei Nacht. Strohrolle. Dann kannst du bei Nacht schlafen. Schweinerucksack. Ja, es gibt ja auch irgendwie noch so hier so Jacken und sowas, ne? Hm? Es gibt ja auch Jacken und so ein Kram, habe ich irgendwie gesehen, ne? Was irgendwie ja auch warm halten soll. Ja. Zelt. Ist das eigentlich überhaupt was bei Multiplayer? Was denn? Also so die Schlafrollen und so was. Oh, hallo. So wird's auch. Da kommen schon wieder diese komischen Hände, da. Geh weg! Warum kommen die? Was hat das für ein. Hast du noch Gras? Ständig fragt er mich nach Gras. Das ist langsam auffällig, dein Konsum. Ja, hier. Ich weiß, tut mir leid, ich brauche Gras. Was machst du damit? Deswegen gehst du immer weg. Ja. Du setzt dich irgendwo in die Ecke und rauchst halt eine Bon. Mach mal hier, warte mal, schlafen. Mach das auch mal. Was passiert denn? Weiß nicht. Leg dich mal schlafen, geh mal rechts hier auf diese Dings drauf. Ja, ich versuch gerade, ich find gerade keinen Platz hier. Hä? Ach da. So, ich muss auf mich klicken. Passiert was? Nö. Meine Kopfkraft geht hoch. Das stimmt, aber Essen geht dafür schneller runter, oder? Weiß ich nicht, ja, scheinbar. Ich weiß nicht, ob es schneller geht, aber es geht zumindest runter. Vielleicht heilt man sich damit ja auch. Also ich nicht. Vielleicht ist Schlafen ja auch einfach ja, für den Kopf besser, wa? Ich denke mal, das wird einfach. Dann soll man. Ja, leg dich lieber hin. Schön. Camping. Da liegen sie. Oh, sabbert der? Er sabbert. Na toll. Sehr schön. Ach, guten Hallo. Da ist er wieder wach. Ist nur einmalig? Tatsache. Oh, das hat jetzt so irgendwie ehrlich gesagt nicht wirklich was gebracht. Nee, wa? War jetzt nur nicht Kopfkraft so bei mir. Ja, auch nur ein bisschen. Wobei ich die tagsüber auch scheinbar wieder gut regenerieren kann. Oh. Naja, gut. Hat man es mal ausprobiert, aber es gibt auch ein Zelt. Also ich denke mal, umso besser, umso. Also wahrscheinlich ein Zelt wäre wahrscheinlich sogar noch besser. Ja, könnte durchaus sein. Das andere ist wahrscheinlich jetzt nur so ein Einmal-Benutzteil. Aber ich würde mal sagen, wir sind jetzt hier schon fast bei 2 Stunden in der Aufnahme. Ich würde mal sagen, wir beenden das heute für erstmal, wa? Ja. Ist ja auch. War ja bisher ganz erfolgreich, außerdem. War ja bisher ganz gut. Mal gucken, ob es hoffentlich schaffen wir es beim nächsten Mal, dass es wieder da ist, noch weiterhin. Und schauen wir mal. 15 Tage, wir haben 15 Tage geschafft. Ich habe gesagt, 15 Tage schaffen wir. Das wir sind im Tag 15. Also, ich würde sagen, das läuft, ne? Der Tag ist noch nicht rum. Du schreist. Nee, ist noch nicht ganz rum. Okay. Aber wir sind ja schon mal bei Tag 15 angekommen. Also, liebe Leute, es geht auch. Die Nacht wird auch länger, man merkt's.
sind schon zwei Balken. Ja, ich würde erstmal rausgehen und verabschiede mich erstmal für diese Aufnahme. Und vielen Dank, dass du mitgespielt hast. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.